Hallo liebe Freunde, zur kurzen Information, diese Sendung habe ich kurz vor Jahreswechsel aufgezeichnet. Ja, und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zur Welt von Roland in Warant in Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein besinnliches Weihnachtsfest gehabt. Ich werde mich mal eben zum Ashdod-Tempel teleportieren. Ich persönlich hatte ein sehr ruhiges mit meinen Lieben. Ganz kurz nur, nicht nur um Geschenke abzuholen. Ich bin ja nicht mal jugendlich. Es geht um andere Werte zu Weihnachten, finde ich. Yep. Ich gehe mal gucken, was hier so los ist. Und guck nochmal für uns alle nochmal ins Logbuch. Hier heißt es Audienz bei Almazor. Ich habe Alvarez gefragt. Also, ich werde jetzt Alvarez fragen, ob ich denn eigentlich schon mal tauglich bin hier für die Kommune hier. Für die Kommune, das ist gut. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass ihr einigermaßen gut ins neue Jahr rübergekommen seid. An dem Tag, wo ich das aufzeichne, wie anfangs erwähnt, heute ist der 29.12., also ihr seht natürlich etwas zeitverzögert, das ist klar. Und wie das ausfallen wird für mich, beziehungsweise mit dem Silvester, das ist auch schon für mich völlig klar, weil ich nämlich, ich will erst zu Alvarez, weil ich mir vorgenommen habe, das mal wirklich ganz für mich alleine zu machen. Das ist auch mit meiner... Meinst du, mir geht es besser? Mit meiner guten Bekannten ist das auch abgesprochen. Und ja, auf wen suchen wir denn jetzt hier? Wisst ihr was? Ich verstehe nicht, wo dieser Alvarez immer ist. Wenn der nicht da ist. Wahrscheinlich ist er draußen und keiner hat es mir gepostet bis jetzt. Also nur ein Adept, der mich gleich... Ach nee, das ist... Ah, hier kann ich ja schlafen. Okay, da können wir dann ein bisschen drüber sinnieren, wie das mit Silvester sein wird. Also ich bin höchst gespannt, ob dann halt eben Leute doch noch knallen und das ist klar, wie viele Leute wirklich da sein werden, wie oft die Sirenen klingeln und so weiter und so weiter. Es bleibt sehr, sehr gespannt. Und da ich ja hier sowieso die Natur direkt vor meiner Tür habe, auch einen alten Wald und einen alten mystischen Friedhof, den ihr ja wahrscheinlich auf einem meinem Kanal gesehen habt unter Ankündigungen, da werde ich mich dann hinbegeben und drüber sinnieren. Also ich bin da mehr so der ruhige Typ und das dann halt eben so genießen. Aber wir fragen jetzt mal Alvarez, wie gut wir denn heute in dieser Kommune sind. Wie ist mein Ruf in Ashdod? Nun mal sehen. Selim sagt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Zwerf denkt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Du hast es geschafft, dass die Diebstähle bei ihm aufhören. Nur weiter so. Dann wirst du Almanzor bald sprechen können. Du bist der Champion der Arena von Ashdod. Gratuliere. Viele Orks und viele unserer Krieger haben den größten Respekt vor dir. Mehrere Leute hier in Ashdod sind sehr zufrieden mit dir, da du ihnen die Waren von Harun brachtest. Viele Einwohner meinen mittlerweile, dass man dir vertrauen kann. Du hast alle Aufgaben erledigt, die man dir gestellt hat. Die Bewohner von Ashdod haben großen Respekt vor dir. Almanzor ist jetzt bereit, mit dir zu sprechen. Geh am besten sofort zu ihm. Klasse, der große Almanzor erwartet mich. Gucken wir aber trotzdem vorher noch ins Logbuch, nachdem wir gespeichert haben. Ja, dann gucken wir mal ins Logiboggi unter erfüllte Mission, Audienz bei Almanzor. Ich habe mir jetzt auch genug Vertrauen bei den Bewohnern von Ashdod erworben. Alvarez ist jetzt der Meinung, dass Almanzor mit mir sprechen wird, also der Alvarez war es. Und einen neuen Eintrag gab es in der Tempel von Ashdod. Ha, es läuft genauso wie hier in Uga, wie in Uga. Ich muss erst das Vertrauen von Alvarez gewinnen, bevor ich mit Almanzor sprechen kann. Endlich ist es soweit. Ich kann mit Almanzor sprechen. Ja, der Almanzor, ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Alter, ist er ja. Steht auch gleich hier am Eingang. Oh, ich bin gespannt, was er mir jetzt sagen wird. Ich hoffe, ihr auch. Hey. Aber ihr kennt das ja bestimmt. Ich möchte in den Tempelmeister. Ich möchte in den Tempelmeister. Dies kann erst geschehen, wenn du die großen Prüfungen bestanden hast. Die großen Prüfungen? Ja,
3 Prüfungen von jeweils einem Magier gestellt. Erst derjenige, der diese Prüfung meistert, ist würdig, Belias Tempel zu betreten. Was muss ich tun, um diese Prüfungen ablegen zu können? Geh nach Ugar zu Meister Tartaron. Er muss dir die Erlaubnis geben, an der Prüfung teilzunehmen. Aha, also es kommen noch Prüfungen, das hört sich interessant an. Gibt's denn hier was? Das Orklager in der Füße, Würfeln bei Aschrott. Moment mal, dann gehen wir mal wieder hier vom Tempel an. So, einmal so lässt mich erst in den Tempel, wenn ich die 3 großen magischen Prüfungen bestanden habe, dann werden wir mal zu Ugar rüber Ugaren. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Tschüss. Brauchst dich nicht wundern, dass ich jetzt auf einmal verschwunden bin. Ich bin nämlich jetzt in Ugar. Aber manchmal sind diese NPC-Gespräche richtig lustig. So, wo bleibt jetzt die Mucke bitte? Ich hab's ja extra nicht im Off erneuert, weil ich denke, bei jedem Wandel. So, Tartaron. Ja, nehmt es mir nicht übel. Ich muss erstmal. Elite-Assassine? Nee, hier ist er Tamara. Oh, ich kann hier einfach so rumspazieren. Das ist cool. Sogar auf der Balustrade rumlatschen. Okay. Ich muss mal eben auf meinen Zettel gucken, den ich hier liegen habe. Und dann gucken wir mal, wo war Tartaron. Er ist natürlich hier unten. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Hier ist Charon. Hier ist Kasim. Hier ist Hector. Und da ist der Große. Ich möchte den Tempel von Ashtoreth besuchen, Meister. Nur derjenige darf den Tempel betreten, der die große Prüfung besteht. Darf ich an der Prüfung teilnehmen? Ja, du hast genug magisches Wissen. Ich erlaube es. Gehe zu Charon, Almansor und Belasar. Sie sollen dich prüfen. Hier bringe ich euch euer Buchmeister. Gut. Nimm das für deine Dienste. Außerdem erhältst du von mir die Erlaubnis, in Bahals Herberge übernachten zu dürfen. Dann haben wir auch das Bettchen bekommen. Gucken wir nochmal nach. Ja. Was fällt uns als erstes auf? Das Schwarzmagierbuch. Tartaron hat sein Buch bekommen. Der alte Geizhals hat mir aber nur 30 Goldstücke als Belohnung gegeben. Immerhin darf ich jetzt in Bahals Herberge übernachten. Sehr schön. Dann ist noch eine neue Quest dazugekommen, beziehungsweise die nennt sich die Schwarzmagierschule. Es ist gelungen, Tartaron schenkt mir endlich Vertrauen. Er wird mich in die Geheimnisse der schwarzen Magie einweihen. Genau, Almansor ist bereit, mich in den Tempel zu lassen. Wenn ich die 3 Prüfungen bestanden habe im Tempel, werde ich dann die Möglichkeit haben, die Geheimnisse der Magier kennenzulernen. Ich muss daher nach Ugar, um Tartaron zu fragen, was wir hiermit gemacht haben, ob er mich zur Prüfung zulässt. Aber habe ich überhaupt genug magisches Wissen für so eine Prüfung? Haha, ich müsste zumindest so viel Magie wissen, wie ein Magier haben. Tartaron gab mir die Erlaubnis, an der großen Prüfung teilzunehmen. Almansor, Charon und Belasar sollen mich prüfen. Und was ich noch vergessen habe, liebe Freunde, herzlichen Dank für eure lieben Einträge und Glückwünsche zu Weihnachten. Und auch für das kommende Jahr. Gut, Charon steht direkt hinter uns. Das ist sich der Typ. Gucken wir mal. Prüft mich, Meister. Wie soll denn das sein? Bin gespannt. Prüft mich, Meister. Es soll geschehen. Um unsere Zauber zu wirken, benötigen wir viele Zutaten. Besonders die Herzen der Golems sind für uns wichtig. Ich soll euch also Herzen beschaffen, Meister? Ja. Bringe mir die Herzen von 5 Feuergolems. Dann hast du deine Prüfung bestanden. Und woher soll ich die Herzen bekommen? Feuergolems findest du überall. In der Wüste, in den Bergen. Du musst nur nach ihnen suchen. Du weißt jetzt, was du zu tun hast. Geh! Nee, ich gehe nicht, weil ich mich gucken will, wie viel Feuergolem im Herzen ich dann schon im Inventar habe. Und das sind hier Krolleier, ne? Ja, Löckereier. Hier, da, 13, sind das die? Ja, Herz eines Dämonen. Mann, die sehen alle so ähnlich aus. Aber hier, Herz eines Feuergolems. Ich gehe nicht, hier hast du deine Herzen. Hier bringe ich die Gold im Herzen, richtig.
Hier bringe ich die Golemherzen, Meister. Gut. Diese Prüfung hast du bestanden. Wenn du auch die anderen Prüfungen bestehst, darfst du in den Tempel von Ashtar. Das ist nett. Unmöglich, eine Spruchrolle zu stehlen. Gucken wir nochmal zwischenzeitlich mal. Tataran, yep, das ist das. Und da erfüllte Feuergolemherzen. Gut, auch das haben wir erledigt und geschafft. So, auf geht's zu Belazar. Das ist ja einer der nächsten. Der dürfte in Amana sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, muss wieder ein bisschen rumrendern. Amana. Belazar. Jetzt muss ich überlegen, wo der nochmal war. Der Belazar. Nein. Solche Magier leben doch immer in Türmen. Richtig. Jetzt fiel es mir wieder wie Schuppen aus den Augen, aus den Haaren. Belazar, da müsste es hier oben sein. Ja, ja. Schauen wir mal. Der müsste irgendwie hier stehen. Ja, da ist er doch schon. Der ehrwürdige Meister Tartaron schickt mich. Der ehrwürdige Meister Tartaron schickt mich. Ich will die große Prüfung bestehen und ihr sollt mich prüfen. Du willst an der großen Prüfung teilnehmen? Respekt, Adept. Respekt. Ich hoffe, dass du ihr gewachsen bist. Sie wird nicht einfach sein. Sag mir Bescheid, wenn ich dich prüfen soll. Bescheid. Alter Gag, ich weiß. Prüft mich, Meister. Es soll geschehen. Du sollst von mir eine besondere Aufgabe bekommen. Vor einigen Jahren hatten wir hier in den Bergen einen Aufstand der Nomaden niederzuschlagen. Um dies schneller bewerkstelligen zu können, beschwor ich damals einige Dämonen. Nachdem wir sie nicht mehr brauchten, wollte ich sie zurück nach Beliars finsterem Reiche bannen. Da Dämonen, wie du sicher weißt, nicht auf Dauer zu kontrollieren sind. Leider aber gelang mir dies nur halb. Ihre Körper sind zwar jetzt im Reich des Schattens, aber ein Teil ihrer dämonischen Kraft blieb hier zurück. Diese Kraft wurde besonders in letzter Zeit wieder aktiv und richtet sich zerstörerisch gegen Freund und Feind. Ich befehle dir daher, die unseligen Kreaturen zu vernichten. Verzeiht, Meister, aber warum tut ihr dies nicht selbst? Es müsste euch doch viel besser gelingen als mir. Ich merke, dass du noch sehr wenig von der alten Magie begriffen hast. Es gibt ein geistiges Band zwischen dem Beschwörer und seinen beschworenen Kreaturen. Wenn ich meine eigenen Geschöpfe zerstöre, wird das auf mich zurückfallen, wenn ich eines Tages in Beliars Reich eingehe. Ja, klar. Wo finde ich diese Geschöpfe? Auf dem Schlachtfeld. Du findest die dämonischen Geister irgendwo zwischen dem Pass und dem Beliar-Turm. Ja. Du weißt jetzt, was du zu tun hast. Geh. Ich glaube, das ist das mit dem Schlachtfeld. Berichtigt mich. Oder ich werde es im Laufe dieser Folge selbst herausfinden. Dämonische Geister. Belazar zwischen Beliar-Turm und dem Pass. Da gucken wir doch mal gleich, ob wir da richtig liegen. So, Karte schon mal vorbereitet. Also zwischen Beliar-Turm und Schlachtfeld. Oder zwischen Pass und Beliar-Turm. Ich müsste da mal gucken, aber da gibt es ja auch noch einen anderen Eintrag. Gucken wir da mal nach. Ja, und nun schließt sich der Kreis, liebe Freunde, die Geister der Toten, denn auf einem alten Schlachtfeld in den Bergen zwischen dem Beliar-Turm und dem Pass von Ishtar gehen die Geister erschlagener Krieger um. Malik ist bereit, also wir müssen Malik noch im Hinterkopf behalten, mir 500 Goldstücke zu bezahlen, wenn ich dafür sorge, dass die Geister ihre letzte Ruhe finden. Er warnte mich aber noch, da die Geister wohl nicht so leicht zu bezwingen wären. Ich kann sie nur mit mächtigen Zaubern besiegen, an die ich allerdings schlecht ranzukommen bin oder ranzukommen sind. Aber mal sehen, vielleicht werde ich ja in einigen Städten fündig. Die Geister sind im Übrigen nur nachts zu sehen. Ich sollte daher erst um Mitternacht das alte Schlachtfeld aufsuchen. Das Schlachtfeld wird wahrscheinlich zwischen dem Beliar-Turm und Alis Wüstenräuberlager liegen. Also, das haben wir mal wieder herausgekriegt. Und jetzt gilt es wieder abzuspeichern und die Musik mal wieder zu aktivieren. Die fällt in letzter Zeit so oft aus, mein Gott. Da muss ich mal Wolfgang fragen, ob er nicht die Musikbox hier mal reparieren kann. Wolfgang, Kumpel von mir. Okay. So.
Führer wird erstmal eingeschläfert. Dann werden wir hier mal ein bisschen hier Zeug holen. Honig, Fischsupp. Und hier liegen nicht noch Sprüche. Kronstöckel, Feuernessel, Unwetter, Windhose, Kugelblitz. Das sind auch alles schöne Sachen, die wir nehmen können. Wieder so ein unbrauchbarer Urinstein, hätte ich beinahe gesagt. Drohnenstein. Oh, er wacht auf. Okay. Ich habe nichts gemacht, Kyros. Nichts gemacht habe ich. Auf ein neues. So, Dulla. Warum? Wegen der... Ne, hallo, steck mal ein. Wegen der Truhe. Okay, schnell agieren. Okay. Aha. Aha. Ah, das ging ja fix. Vase und 100 Gold. Sehr schön. Auch das hätten wir erledigt. Wunderbar. Jetzt machen wir uns auf. Kyros, könnten wir... Kann man den... Okay, was den kann man nur los? Aufwecken. Den kann man nur aufwecken, aber nicht beklauen. Okidoki. Gehen wir erstmal ein bisschen shoppen, ne? Also erstmal gucken. Aufgrund eines Eintrages, hilfreichen Eintrages einer meiner treuesten Zuseher, der da gesagt hat, Sprüche... Wieso? 12.11 Uhr und keiner hier? Braucht doch noch ein paar coole Sprüche und ein bisschen Getränke irgendwie. Gucken wir mal hier nach. Was haben wir denn hier an Getränken? Okay, geht ja noch ein bisschen was. Dann gucke ich mal an Sprüche, wie zum Beispiel irgendwelche Todesgeschichten, wie zum Beispiel Todeshauch. Weil das brauche ich garantiert. Und Tote vernichten habe ich nicht so viel. Muss ich mal irgendwo gucken, wo ich dann noch ein bisschen mehr kriege. Na, doppelt gedrückt. Und meld mich dann wieder. So, zur Feier des Tages werden wir noch mal ein paar Knallsprengpfeile herstellen. Ne, also, weil der eine Händler, der hat leider nichts, was Sprüche angeht. Okay, ich meld mich wieder. Mal gucken wir mal. 816 Feuerwerkssprengkörper in Form von Pfeilen hergestellt. Jetzt möchte ich doch noch ganz gerne zum Mercurius, dem Magier bei den Nomaden, dem Wassermagier. Da muss ich natürlich hier lecker mich wieder umziehen. Als Nomade. Und dann muss ich mal erstmal wieder meine Rune anlegen. So, Lager der Nomaden. Zaps. Auf zu Mercurius. Mir ist gerade eingefallen, was ich ja eigentlich immer vergessen habe. Bevor ich Mercurius anspreche. Nein. Ich grüße natürlich auch alle, die zuschauen und nichts eintragen. Oder ab und zu mal was eintragen. Da fallen mir spontan wie zum Beispiel Wilfried oder Winfried ein und Thomas. Auch die sind alle von mir herzlichst gegrüßt. Und natürlich auch den Rest, die einen Daumen geben. Und auch die, die einfach nur zugucken. Jetzt will ich erstmal gucken, was Mercurius für Sachen hat. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit Totenkopf. Also hier zum Beispiel Untote vernichten. Na, das ist ja nicht gerade sehr viel, was er hat. Was haben wir hier? Eiswelle. Oh, Eiswelle, Eiswelle. Kann ich manchmal gebrauchen, gut gebrauchen. Großer Feuersturm kostet 150 nur. Okay. Golem erschaffen. Hier, Unwetter. 2 Stück. Auch gut. Noch irgendwas, was wir gut gebrauchen können. Eventuell uns... um uns zu rüsten wegen der Untoten im Pass auf dem Schlachtfeld. Ja, hier nochmal schwere Wunden heilen. Ja, nehmen wir mit, ne? Was ist denn das hier? Skelett erschaffen? Naja, brauchen wir nicht. Okay, ich würde mal, was war hier? Großer Feuerball. Kann auch nicht schaden, die mal zu haben. Angst? Angst, hier kriege ich Angst. Nee, ich lasse es jetzt mal so. Ja, da das ganze Mitternachts stattfinden soll und wir es erst 9.19 Uhr haben, werde ich mal ein bisschen vorschlafen. Und zwar bis zum nächsten Abend schlafen, bis Mitternacht schlafen und dann zum Pass direkt hin teleportieren. Ich versuche es mal. Okay.
Zack. Zum Pass. Das ist der Pass. Ach, das ist der Pass. Oh, dann bin ich ja ganz falsch. Gucken wir nochmal nach. Ich bin ganz unten im Pass. Ich sollte eigentlich aufs Schlachtfeld gehen. Ja, dann muss ich mal den Belia-Turm angucken. So, beim Belia-Turm sind ja Assassine. Und werden wir dann mal hier uns runter bewegen. Also bis wir dann zum Schlachtfeld kommen. Dann weiß ich nämlich, wie es weitergeht. Also bis später. Wir nähern uns. So langsam uns dem Schlachtfeld. Jetzt bin ich bestimmt wieder falsch gegangen, weil es hier geht wieder ganz rum. Oh ja. Okay. Okay, dann werden wir erstmal zur ebenen Erde uns runter katapultieren, indem wir mal einen großen Sprung nach unten machen. Wenn nicht. Ah, gut. Okay, das wird wohl das Schlachtfeld sein, nicht wahr? Und nochmal nach, sicherheitshalber. Ja. Das Tal von Tadmor. Genau, wir befinden uns mitten auf dem Schlachtfeld. Hui. Oh, 0.59 Uhr, eine Stunde zu spät. Naja, dafür werden wir uns erstmal unseren Pfeil mal anlegen, und zwar unseren Sprengstoffpfeil. Und gucken mal, was dann eventuell in der Nähe los ist. Oh, das ist jetzt doof. Okay, der Shader hat jetzt umgeschadet. Ah, spannend. Okay, fangen wir mal hier an. Wahrscheinlich sind die alle noch irgendwie in den Ruinen versteckt. Ah, jetzt ist der Shader wieder weg. Hier war ich ja, um die ganzen Kräuter aufzufischen, aufzulesen. Ja, wo sind denn jetzt hier die Geistertjes? Oder ist das nur auf eine Stunde beschränkt? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wo sind sie denn? Ey, wo laufen sie denn? Geh ich mal so mitten rum? Bin noch im Schlachtfeld. Ich glaube, da ist was. Nee, da sind die Orkis. Ja, Lollek, Bollek und Jollek. Oder wie sie nicht alle heißen. Trollek. Herrlich. Ja, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Mal sicherheitshalber gucken. Okay. Okay, das Schlachtfeld ist... Ich bin wahrscheinlich zu weit raus. Also drehe ich mich nochmal um hier hin. Sorry. Und gehe nochmal rechter Hand in die Richtung. Also hier irgendwie. Vielleicht ist da die Action. Weiß es nicht. Da waren ja so kleine Punkte da angegeben. Okay. Die kleinen Punkte, die meine ich jetzt. Wo ist denn jetzt wieder mein Pfeil? Ah, ich muss mich ein bisschen weiter rechts halten. Also hier rum. Ja, nee, das ist ja dann hier oben. Das mit der... Da ist das doch hier oben. Gucken. Ja, öfter mal gucken. Immer auf die Karte gucken. Aha. Also doch hier oben? In dem so sein sollte. Kann mich entfernt an einen Eintrag erinnern, der irgendwas mit spitzen Steinen zu tun hat. Okay. Also, das kann man jetzt interpretieren, wie man lustig ist. Also entweder ist es zur unteren Ebene, wo ich jetzt bin, oder ist es tatsächlich hier oben drüber. Das werde ich aber ausprobieren und werde mich wieder melden, wenn ich dann da oben angelangt bin. Obwohl, geht es hier eigentlich auch direkt hoch? Geht es?
Oh, na, dann brauchen wir gar nicht überspringen. Dann auch noch bei vollem Mond. Moment mal. Ich hoffe, dass es hier auch weiter hoch geht. Das sind immer so serpentinige Serpentinen. Ah, ich sehe schon. Das ist nicht so... Da muss man, glaube ich, irgendwie wie von da aus rüber. Och, Leute. bis später. So, jetzt bin ich hier bei damals Alis Clique hier angekommen. Wir liegen noch Tote rum, wa? Wüstenräuber, ja. Wüstenräubertjes. Und da es schon wieder so spät ist, 2.57 Uhr, durch meine gefährlichen Klettertouren mal einige Blessuren davon getragen habe, werde ich wieder bis Mitternacht schlafen und dann Richtung Schlachtfeld vorauswandern. Und dann werden wir weiter gucken, ob wir unsere Geistererscheinungen bekommen. So, auf dem Weg hierhin ist mir aufgefallen, dass mir irgendwas Großes um die Ecke lauert. Ich werde erstmal den Sprengpfeil nehmen und mir dann doch noch die beste Rüstung anziehen, die ich wo habe. Weil hier war irgendwie was. Hier war irgendwie was um die Ecke. Ach so. Ein Geisterdämon. Ein Geisterdämon. Ui. Oh, der ist... Hau ab. Der ist nicht so gut. Also mit dem Sprengstoffpfeil nicht zu nehmen. Gucken, kriegen wir den Geisterdämon. Okay. Ja, so in Serienschnitten ist der jetzt weg. Oh, er bedankt sich sogar. Geheimnisvoller Kristall. Okay. So, ja. Jetzt geht's weiter und gucken wir mal auf die Zeit. Mein Gott, habe ich so viel Zeit verbummelt? Das ist ja nicht zu fassen. Also so wie das aussieht, sind wir hier auf dem richtigen Weg, liebe Freunde. Ah, okay. Und wenn das schon Geisterdämon heißt, dann ist es bestimmt, sind es bestimmt die Geister vom Schlachtfeld. Alter, bist du wendig. Okay, gerade noch mal gut gegangen. Okay, dann werden wir mal halt eben noch mal noch versuchen, einen anderen Geisterdämon zu beschwören, hätte ich beinahe gesagt. Da. Oh, das sind aber viele. Mal gucken, und zwar mit Untote vernichten. Funktioniert nicht. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu weit weg. Nee, funktioniert nicht. Leider funktioniert es nicht. Okay, nächster Versuch. Versuche ich es mal mit Unwetter, weil ja da mehrere sind. Los. Und spring doch mal ein bisschen rum hier. Wollen wir mal gucken, inwieweit die so alle getroffen werden. Ja, das ist doch richtig. Ja, ich werde getroffen. War ja mal ein Versuch. Unwetter versuche ich mal. Aber erstmal ganz vorsichtig. Moment mal, komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch. Das ist ja cool. Wenn ich hier hochkomme, könnte ich eventuell auch hier hochkommen. Nee. Hier hochkommen. Nee, das wäre zu hoch. Okay. Ach ja. Gucken. Okay, der ist noch nicht aktiviert. Erstmal Unwetter generieren. Bisschen vorausgehen. Rudele. Oh, er bleibt da hängen. Schön. Aber ich bleib auch hängen. Sowas Blödes jetzt aber auch. Ja. Okay, machen wir diesen Dämon hier noch fertig. Und dann soll es auch für diese Folge fertig sein, liebe Freunde. Ich bedanke mich für euer Zusehen heute am Neujahresabend und hoffe, dass ihr gut rübergekommen seid. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn nicht die restlichen Dämonengeister
dämonisiere. Okay, gib mir einen Daumen, schreibt einen Spruch und bis zum nächsten Mal. Ciao.